Welche Wobbly Life Insel ist die beste? Ich habe hier eine Tierliste von S bis D, wie immer. Und ich habe hier unten alle Inseln und die werden wir heute bewerten. Mit dabei hier ist Dulbi. Egal. So, bevor dieses Video losgeht, möchte ich dem heutigen Sponsor danken, dem Abo-Button. Und der sieht auch so süß aus, den möchte man doch gerne direkt mal drücken. Außerdem haben nur 10% von euch mich wirklich abonniert. Also tu das bitte, denn ich möchte den YouTuber Wilde Pommes einholen. Vielen Dank. Auf jeden Fall, die erste Insel ist die Berginsel. Die würde ich schon in A tun, weil da ist ziemlich viel. Oder was meinst du, Dulbi? Da ist halt, da ist der Flughafen, da ist die geheime Militärbasis, da ist die Eishöhle, da ist der Minenjob, da sind ganz viele andere Jobs. Und auch allgemein von der Landschaft her ist die sehr schön. Als nächstes haben wir die Farminsel. Die ist relativ klein. Die hat auch an Relevanz verloren, als die Entwickler den Unendlich-Geld-Glitch gepatcht haben. Aber ja, ich würde die in C machen, oder was meinst du? Ja. Weil da ist halt echt nicht viel, bis auf halt die Farmen. Ja, eben, und halt ab und zu mal irgendein Detektivauftrag oder so. Als nächstes ist die Dschungelinsel. Die hat zwar ziemlich viele Sachen, aber irgendwie spielt man die halt einmal durch. Man geht da durch den Tempel, schaltet das Hoverboard frei und sonst was. Und danach geht man da eigentlich nie wieder hin, weil sonst ist da nichts, da sind keine Jobs oder so. Da sind, jetzt inzwischen sind da schon Häuser, aber ich bin mir nicht sicher, ob irgendwer da drin wohnt. Ja, aber sie ist auf jeden Fall besser noch als die Farbeninsel, allein schon wegen dem ganzen Content, auch wenn man ihn nur einmal spielt. Also ich würde sagen, die ist solides B. Ja. Gut, als nächstes die Hauptstadt. Da ist so ziemlich alles. Da ist der Färber, da ist das Autokaufhaus, da hat man auch den Hafen und alle möglichen Häuser. Das Fernsehstudio ist da und ja, so ziemlich alle Jobs. Die würde ich auch A tun, oder? Ja, auf jeden Fall. Allein schon, weil da so viel ist, aber von der Landschaft her ist die nicht so schön wie die Berginsel. Als nächstes die Villeninsel, beziehungsweise die Paradiesinsel. Die ist die neueste Wobbly Life Insel, auch wenn sie jetzt schon wieder ein bisschen älter ist. Wohin meinst du? Welche? Villeninsel? Und Paradiesinsel, ja. Vielleicht B. Die ist schon ganz schön mit dem Strand und so, aber da ist halt auch nicht wirklich viel. Ja, man spawnt da in seinen Villen. Die sind auch ganz cool, aber dann geht man halt direkt, weil die Jobs da sind, bis auf den Postjob vielleicht, ziemlich lahm. Aber ich würde sie noch vor die Dschungelinsel. Als letztes haben wir noch die Wohninsel. Da spawnt man als allererstes, wenn Oma einen rausschmeißt. Da macht man auch seinen allerersten Job. Und da sind auch noch relativ viele andere Sachen. Auch noch der andere Postjob und so. Und natürlich der Hafen nicht zu vergessen, wo man dann die Superjacht spawnen kann. Was meinst du, Dulbi? Weiß nicht, die ist auch nicht so cool. Ich würde sagen B auch. Würdest du sagen B? Noch hinter die Villeninsel wahrscheinlich, oder? Ja. Aber vor die Dschungel. Okay. Dann haben wir hiermit unsere endgültige Reihenfolge. Die beste Insel ist die Berginsel, nachgefolgt von der Hauptstadt in A. In B haben wir dann die Villeninsel und die Paradiesinsel, die Wohninsel, die Dschungelinsel und dann in C, die schlechteste Insel, ist die Farminsel. Einfach weil die so klein ist und da so wenig ist. Gut, dann würde ich sagen, war's das mit diesem Video. Wenn euch mein Content gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Joint meinem Discord, Link in der Beschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.